ich das noch nicht so krass. Meistens sind so 10 bis 20 Leute im Stream und dann die anderen Videos total unterschiedlich. Manche Wow. haben 1000 Views, manche haben 10.000 Views. Und bewirbst du das über E-Mail oder wie kommen dann von 20 auf 10.000 oder sowas? Oder bewirben das die Teilnehmer dann? Aber selbst. Genau, beides. Und aber auch halt, weil es halt einfach länger online ist. Ja. So, jetzt sind wir wahrscheinlich schon live. Ich teile hier gerade nochmal diesen Post, dass der auch von den anderen Leuten gesehen wird, die nur mir folgen. So. Share mal und teile mal. Super. Da sind wir schon. So, dann bist du bereit, Jakob? Dann starte ich die Aufnahme. Ja, ich bin bereit, wunderbar. Okay, super. So. Hallo und herzlich willkommen bei Naturepreneurs. Hallo alle, ihr lieben Leute im Facebook-Livestream. Hallo, ihr lieben Leute, die ihr das jetzt im Podcast hört oder die ihr euch jetzt auch das Video anguckt. Heute ist mit mir der Jakob Hager aus Wien, ne? Genau. Hallo Martin. Servus. Ja, super. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt, durch sozusagen eine Introduction von jemandem, den wir beide Genau. kennen. Und das war direkt ein super anregendes Gespräch. Deshalb habe ich gedacht, okay, dich brauche ich unbedingt hier bei Naturepreneurs. Vielleicht erzählst du einfach mal erstmal, gib mal so eine kurze Übersicht von dir, wie alt du bist, was du machst, woher du kommst. Ja, sehr gerne, Martin. Also, ja, ich bin, wie schon gesagt, aus Wien. Ich mache vor allem Facebook-Marketing, beziehungsweise habe ich ja halt zwei große Dinge oder zwei große Projekte, an denen ich arbeite. Das eine ist, dass ich Spezialist bin oder mich auch spezialisiert habe für das Thema Facebook-Marketing. Wie bekomme ich über Facebook das größte Werbenetzwerk der Welt, das größte Social-Netzwerk der Welt und das größte Werbenetzwerk der Welt, wie bekomme ich da Kunden und also Besucher auf meiner Seite und Kunden? Und das Zweite ist, ich habe ein Startup, ein Unternehmen, das habe ich aufgebaut und das hilft Unternehmen dabei, ein Online-Business zu starten, beziehungsweise halt auch mehr zu verkaufen über das Internet mit automatischen Prozessen und mit dem Setup von so einem Verkaufssystem online. Und ich bin jetzt 27 Jahre und ja, also ich habe nicht immer das gemacht, war nicht immer im Bereich Facebook, das war eigentlich eine. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon ins Detail gehen soll. Ja, gerne. Also wie ich überhaupt zum Thema Facebook-Marketing gekommen bin, war eine interessante Geschichte, weil bei vielen ist es ja so, dass sie quasi irgendwann mal ihre Leidenschaft entdeckt haben und gesagt haben, ja, das ist das, was ich dann machen möchte und haben das zum Beruf gemacht. Und bei mir war es eigentlich umgekehrt. Also ich habe jetzt nicht so die Leidenschaft entdeckt und das zum Beruf gemacht, sondern ich habe halt die Nachfrage entdeckt bei den Kunden und habe mich dann halt da sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und bin dadurch eigentlich auch, dadurch ist es so zur Leidenschaft geworden. Ich hatte ganz früh, also ganz früh jetzt vor ein paar Jahren, als ich studiert habe, habe ich daneben ein Unternehmen gestartet und das Unternehmen hat sogenannte virtuelle Assistenz gemacht, also Outsourcing von Sekretariatsdienstleistungen. Das war das erste größere Unternehmen, das ich gestartet habe. Also groß, so groß war es dann nicht, aber wir hatten nicht 20, 30 Assistenten und das Problem war unter Anführungszeichen, dass viele Leute dann gesagt haben, können diese Assistenten denn nicht auch auf Facebook was posten oder können mich die nicht meine Werbung machen? Und dafür waren die eigentlich nicht geeignet. Das war jetzt nicht deren Job, sondern die wollten halt transkribieren, Texte abtippen und so weiter. Ja, Data Entry und sowas, Genau. Recherche, diese typischen, ja, Genau, Outsourcing-Sachen genau. halt. Genau. Und die Leute haben einfach nach was anderem gefragt. Es war viel wichtiger jetzt, Kunden zu generieren und speziell dann Facebook-Marketing zu machen. Und darum habe ich dann begonnen, mich intensiver damit zu beschäftigen. Ich bin dann auch in dieser Zeit nach San Francisco gegangen, habe dort 6 Monate lang gelebt und habe dort, ja, wollte mich weiterbilden, wollte mal schauen, wie das dort in der Startup-Hauptstadt der Welt quasi ist, wie das dort funktioniert. Habe dann dort ein paar sehr interessante, sehr gute Leute und jetzige Freunde von mir kennengelernt. Ich bin zu Veranstaltungen gegangen und habe mich dort halt angeboten, dass ich dort aushelfe, ja, die Speaker betreue und so weiter und habe darüber die Leute kennengelernt. Und mit einem, das ist der Dennis Yu heißt er,
Der ist der ehemalige Head of Analytics von Yahoo und hat jetzt eine Marketingagentur gegründet, und mit dem gemeinsam betreue ich größere Kunden jetzt auch in den USA und habe dann damals gestartet, zum Beispiel die Golden State Warriors, einen Basketballverein zu betreuen, also die Facebook- und Google AdWords-Kampagnen. Und ich bin dann mit dem Wissen, das ich mir dort angeeignet habe, wieder zurückgekommen nach ins schöne Wien und habe halt jetzt auch einige Kunden oder Online-Markter in Deutschland und Österreich und der Schweiz, die wir selber betreuen, und habe dann mit dem Wissen, das ich im Online-Marketing gesammelt habe, hab versucht, das halt so einfach wie möglich automatisch umzusetzen, zum Beispiel Facebook-Kampagnen oder Landing-Pages, Webseiten, die verkaufen, und habe daraus dann das Unternehmen, das es schon gab, mit den virtuellen Assistenten komplett umgewandelt. Das macht jetzt nichts mehr mit virtueller Assistenz, sondern hilft Leuten eben Online-Marketing einfach umzusetzen und ja, Facebook-Kampagnen zu machen, schnell Webseiten automatisch zu erstellen und so weiter. Also das ist so die Geschichte. Okay, super. Also super interessant. Also du hast zu viele Fragen gerade in meinem Kopf. Moment, erst mal sammeln. ich gehe erstmal auf das Erste ein, was mir jetzt gerade auffällt. Also was ich super interessant finde, du hast ein Startup gehabt, so, und dann hast du gemerkt, naja, trifft es nicht so ganz. Und dann kam eine andere Idee dazu. Hast du gemerkt, ah, wow, hier gibt es einen Supermarkt, alles klar. Und dann hast du praktisch diese beiden Sachen, also die bestehende Infrastruktur mit der neuen Strategie, wo es einen Markt gab, fusioniert und hast daraus praktisch das gebaut, was jetzt sozusagen deine Infrastruktur ist, um diese Sachen umzusetzen, die du machst. Super. Was ich da direkt total interessant finde, ist, was ich auch immer wieder merke, ist, je weiter man kommt im Business, desto mehr lernt man natürlich auch. Und es macht Sinn, mit was ganz Einfachem anzufangen und sich erstmal für die Sache, von denen man denkt, in der Zukunft werde ich sowas machen, so eine ganz einfache Infrastruktur zu bauen. Ja? Ich sage mal, als wir angefangen haben mit WordPress-Hosting jetzt auf Enterprise-Level, haben wir erstmal nur angefangen mit einem ganz easy, einfach nur den puren WordPress-Core zu machen, weißt du? Ja. Und den aber halt vernünftig abgesichert und schnell und so weiter und so weiter. Dann danach ist immer mehr Logik dazu gekommen, wie bei dir auch. Ja, du hast praktisch das, was du hattest, veredelt, indem du, hast du schon gesagt, viele Kunden wissen auch gar nicht so genau, was sie wollen, und hast dann sozusagen das ganze System mit da reingepackt. Und das ist auch, finde ich total spannend, dass wir jetzt direkt am Anfang schon da dran kommen, weil ich glaube, das ist halt oft das, was den eigentlichen Wert ausmacht. Diese ganze hunderte, tausende Stunden an Denkarbeit, die man aber für den Kunden in einfaches Schritt-für-Schritt-System irgendwie umgepackt hat. Genau. Also es ist ja auch so, ich habe versucht, so schnell wie möglich zum Markt zu gehen. Wir hatten quasi am ersten Tag mit dem ersten Unternehmen, das virtuelle Assistenz macht, hatten wir am ersten Tag den ersten Kunden, weil wir hatten einfach nur Assistenten gesucht. Das ist möglich, ja, im Internet Leute zu finden, weil es ist ja relativ einfach, da Outsourcing zu machen. Aber dieses unstrukturierte Outsourcing in strukturierte Bahnen zu leiten, das heißt, ich habe dann einfach, bin zur Veranstaltung in Wien gegangen, zu einem Startup, und habe gesagt, ich biete jetzt dieses neue System an, hat eine Visitenkarte gehabt, die ausgeteilt, und da hat mir quasi am ersten Tag den ersten Kunden, der gesagt hat, ja, okay, probiere ich mal aus. Okay, und ich habe sicher viele Fehler gemacht, also sehr viele Fehler in dem, aber das war wahrscheinlich keiner, sondern dass wir einfach sehr schnelles Feedback bekommen haben und dann geschaut haben, was funktioniert, was funktioniert, wo läuft das nicht. Weil manche machen halt den Fehler, dass sie zuerst Stunden, Tage oder vielleicht sogar jahrelang das Produkt entwickeln und sich dann die Gedanken über das Marketing machen und dann irgendwie merken, das will eigentlich keiner. Also das kann halt nicht passieren, wenn man so schnell wie möglich zum Markt geht. Ja, und war das jetzt, sage ich mal, kam das einfach so aus der Energie heraus, oder hast du dich auch mit so Sachen wie Scrum, Lean Startup und so weiter schon beschäftigt, und war das, sage ich mal, explizit geplant, dass du erstmal so ein Minimum Viable Product aufgesetzt hast, um zu gucken, wie entwickelt sich das? Ja, ich bin ja eigentlich Programmierer, also von meiner Ausbildung her komme ich aus der Softwareentwicklung, von dem her kenne ich diese Konzepte und habe mich davor schon damit beschäftigt. Vor allem aus dem IT-Perspektive, jetzt nicht so sehr aus der Startup-Perspektive, aber aus der IT-Perspektive, halt schnell den Code entwickeln, schnell das MVP, das Minimum Viable Product, zu machen.
und davon ausgehend halt dann weiterzumachen, ja. Ja, wie war das so das Gefühl für dich? Weil, wenn ich dich jetzt höre, habe ich das Gefühl, du bist ein sehr relativ systematischer und vor allem sehr prozessorientierter Mensch. Ja, also Genau. wenn dir irgendwie Chaos gegenübersteht, dann sozusagen entwickelst du direkt, während du anfängst, den Prozess, um das auch für die nächsten 10 Mal zu lösen. Ja. Wie war das für dich, diese Sachen umzusetzen? Weil es ist ja ein Unterschied, ob du das mit Software machst oder ob du das mit Business machst, wo die Freiheitsgrade, wo das Chaos einfach sehr viel größer ist, als wenn du jetzt ein Stück Software entwickelst. Genau. Ja, das hast du sehr gut erkannt. Also ich würde mich auch selber als eher analytisch und prozessorientiert bezeichnen. Und ja, also das war schon eine krasse Umstellung. Ich musste mich immer selbst wieder zurückhalten, nicht zu viel zuvor zu entwickeln, bevor wir es dem Kunden zeigen quasi. Man kann immer noch sagen, ja, der Bereich vielleicht noch dazu und der Bereich noch dazu. Aber eigentlich reicht es quasi, wenn man eine einfache Webseite macht, eine Landingpage, wo die Leute landen, wenn sie draufkommen und dort die Vorteile des Produkts präsentiert und dann eine E-Mail-Adresse einsammelt, hast du Interesse oder nicht. Und ich habe das dann sogar so weit getrieben, dass ich ein neues Produkt entwickelt habe, also ein Dienstleistungsprodukt, ein automatisches Service bei meiner Firma, der Taskrunner GmbH, das genau sowas anbietet. Also wir versuchen damit Leuten zu helfen, die jetzt sagen, ich habe eine Idee, ich möchte ein Produkt launchen, aber ich weiß nicht wie. Die bekommen von uns dann automatisch so in 10 Minuten aufgesetzt mit einem automatischen System eine Webseite, die ein Produkt oder in Zukunft zu entwickeln, das Produkt pitcht, das es noch gar nicht gibt. Und wenn man sich dann genügend Leute da eintragen, dann merkt man, okay, da ist Interesse da, da lohnt es sich mehr Zeit zu investieren. Und Ja, der das ist Gedanke ist ja. sehr wichtig. Ja, diese Strategie ist ja zum ersten Mal in diesem Buch von Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek. Da hat er die ja vorgestellt, dadurch ist die ja so ein bisschen, sage ich mal, populär geworden, aber komischerweise im deutschsprachigen Raum immer noch sehr, sehr unverbreitet. Ja, Ja. und vor allem auch, was meine Erfahrung ist damit, viele Leute machen das, aber scheuen sich dann die 200, 300 € in die Hand zu nehmen, um PPC auch entsprechend auf die Seite zu schicken, dass sie dann halt auch gucken, ob das Produkt halt was ist oder nicht. Also das finde ich dann so lustig, ne? Und auch so eine gewisse Inkonsequenz, wo ich das oft beobachte. Deshalb finde ich es interessant, können wir gleich nochmal über den Prozess sprechen bei dir, wie er dann weitergeht, auch in der Analyse. Weil was ich sehe, ist, viele Ja. Leute sagen, ja, ich mache jetzt erstmal so eine Seite und die Leute tragen sich da an, dann weiß ich direkt, ob das Produkt gut ist oder nicht. So. Es kommt nun keiner auf die Seite und es wird nie, also innerhalb von 10 Monaten könntest du keine statistische Signifikanz machen, weil einfach die Leute, die sich eintragen, viel zu wenig sind, um irgendwas aussagen zu können über das Angebot. Ich weiß nicht, wie managt ihr das dann? Naja, also da kommt wieder die Sache rein, dass ich ja mich darauf Facebook-Marketing spezialisiert habe. Also ich habe da verschiedene Strategien entwickelt, wie man, also teilweise kostenlos, teilweise mit PPC-Marketing, um eben das meiste rauszuholen und ganz spezifisch die Zielgruppe anzusprechen, um auch die Landingpage zu bekommen. Also welche Strategie jetzt am besten geeignet ist, das hängt von dem Produkt und vom Unternehmen ab. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Klein-Mittel-Unternehmen, so ein Friseur oder ein Handwerker oder sowas, einfach jetzt sagt, okay, ich möchte mein Business online bringen, ich möchte das online Kunden generieren oder so, dann braucht es halt ein bisschen eine andere Strategie, als wenn man sagt, ich habe einen neuen digitalen Kurs oder ein E-Book, das ich verkaufen möchte, oder wenn man sagt, ich möchte im Affiliate-Marketing jetzt einfach das nächste Level erreichen. Da kann man sowas auch verwenden, so ein Test, aber da gibt es halt verschiedene Strategien dann. Das reicht, also man kann zum Beispiel, also man kann zum Beispiel einen Blog machen, in dem man dann drei, vier verschiedene Blogbeiträge schreibt und diese Blogbeiträge dann in regelmäßigen Abständen auf einer Facebook-Seite postet. Und dann sieht man, wo bekomme ich am meisten Feedback. Also wenn ich irgendwo bei einem zwei, drei Likes bekomme, beim anderen fünf, sechs Likes, dann ist es schon mehr. Kann auch Zufall sein, aber man muss irgendwo starten. Und dann kann ich zum Beispiel 5 oder 10 € Budget bei jedem Blogbeitrag nehmen und den promoten an die richtige Zielgruppe. Und Facebook belohnt das sehr, sehr stark, wenn etwas gut ankommt bei Facebook. Ja, wenn ich viel Feedback bekomme, viele Likes, viele Kommentare bei Facebook möchte, das ja, Facebook ist ja
lebt ja die Plattform davon, dass die Leute dort interagieren miteinander. Mhm. Das heißt, ich kann es dann schaffen, dass ich zum Beispiel 9-10% Klicksrate habe und 3-4 Cent pro Klick bezahle bei Facebook, wenn ich diese Strategie kontinuierlich folge und immer wieder optimiere und schaue, dass ich die Headlines und so verbessere. Mhm. Also, und das, also bei dieser Strategie ist auch das Coole daran, dass du relativ wenig Zeit verwenden musst und relativ wenig Geld einsetzen musst, weil du postest das einfach, schaust, wie es funktioniert und dann nur so 15 Euro Budget dahinter, das reicht dann schon, um auch wirklich ein paar tausend Leute zu erreichen. Ja, wir haben das Ganze sogar mit WordPress auch noch automatisiert. Ja, das heißt, wir posten halt die Dinger regelmäßig sozusagen. Ja, sowohl in Gruppen als auch auf Seiten als auch auf dem eigenen Profil. Das kannst du halt einstellen und auch noch so einen Random-Faktor reinmachen, dass es halt nicht so auffällt direkt. Ja, und was auch sehr geil ist, du kannst auch alle Facebook-Kommentare automatisch noch importieren. Ja. Die werden aggregiert auch von den verschiedenen Sachen, wo du das geshared hast, den Blogpost, und wenn er dann auf deinen Blog kommt, so oh, 20 Kommentare, krass. Ja, okay, gut. Cool. Lass uns mal gerade nochmal lösen von dir, weil ich merke schon, wenn ich jetzt anfange, hier über die Details zu sprechen, wie man das, diese ganzen Systeme cheaten kann, dann gehen wir direkt so rein. Lass uns das ein bisschen aufmachen. Erste Frage, die ich habe. Ich habe mal mit Perry Marshall gesprochen, vielleicht kennst du ihn auch von 80-20 Sales and Marketing, also einer der AdWords-Spezialisten, der meiner Meinung nach mit diesem Buch 80-20 Sales and Marketing, das ist vielleicht das beste Marketing-Strategiebuch, was ich hier gelesen habe. Der sagt ja, AdWords ist vor allem für Leute, die schon spezifisches Kauf die jetzt spezifisch was suchen und jetzt kaufen wollen. Und Facebook ist eher so für die Leute, wo man denen mal so was anbietet, was sie vielleicht zusätzlich interessieren könnte, wo sie jetzt aber gerade kein akutes Verlangen besteht. Ich weiß nicht, das ändert sich ja auch so ein bisschen in letzter Zeit. Wie siehst du das? Naja, ja, also da hat er schon recht, das stimmt. Manchmal fragen mich Leute quasi, soll ich lieber AdWords oder Facebook machen? Und ich antworte dann immer, sage ich, willst du dir lieber den rechten oder den linken Fuß abschneiden? Also das gehört zusammen, ja. Das ist nicht so, das eine ist besser als das andere, sondern Facebook ist dafür da, um Interesse, also die Markenbekanntheit zu erhöhen, um Aufmerksamkeit zu generieren, aber auch direkt um Leads zu sammeln und in manchen Fällen auch direkt zu verkaufen. Und AdWords ist dazu da, um zu quasi den Deal zu closen, ja. Wenn die Leute dann bei AdWords schon suchen, dann haben sie ein konkretes Problem, klicken auf eine Anzeige und wenn dort die Lösung ist, dann kaufen sie auch oder einen Teil davon. Ja, also im besten Fall macht man eine Strategie, wo man Facebook und AdWords dann verknüpft. Man kann das auch so machen, zum Beispiel, dass jeder, der auf eine Facebook-Anzeige klickt, dann im Google AdWords Display-Netzwerk Banner sieht von mir, dass er dann wieder zurückkommt auf meine Seite. Aber das ist halt ein Teil. Du kombinierst dann auch das Retargeting von Facebook und Google so, dass dann auch die AdWords-Leute vielleicht nochmal auf Facebook nochmal das sehen und so weiter. Okay. Naja, verstehe. Und du siehst ja jetzt, ich sag mal, du betreust ja auch einen substanziellen Amount, eine substanzielle Summe von Marketing und so weiter. Du siehst ja auch, was lohnt sich und so. Was würdest du sagen im Moment, was ist Stand jetzt heute das intelligenteste digitale Businessmodell, mit dem man halt nicht nur relativ schnell starten kann, sondern was auch wirklich langfristige Erfolge bringt? Jetzt es gibt auch diverse Sachen, die funktionieren dann einmal und dann zum nächsten. So, nee, was ist denn was, wo du dir auch richtig langfristig dein Business aufbauen kannst? Also ich bin ein großer Fan davon, dass man persönliches Marketing macht. Also dass man nicht Marketing mit der XYZ GmbH macht oder so, weil das interessiert keinen, sondern dass man persönlich spricht. Also der Unternehmer oder die Unternehmerin soll halt persönlich sprechen und auch eine persönliche Seite haben. Also konkret heißt das auf Facebook eine persönliche Seite machen. Zusätzlich zu einer Unternehmensseite, das sollte man schon auch haben, aber eine persönliche Seite haben und dann versuchen die Leute auf eine, also mit gutem Content, ja. Es ist immer gut, wenn die Leute direkt mit, wenn die zum ersten Mal mit dir interagieren, dass sie eine Art Wow- oder Aha-Effekt haben. Also wenn du zum Beispiel als Video machst und du gibst in diesen Videos Tipps, ja, nehmen wir an, du bist im Bereich
Abnehmen oder sowas. Ja, du möchtest den Leuten zeigen, wie sie schneller abnehmen, wie sie es richtig machen. Dann kannst du da Tipps machen, in Videos verpacken, die Videos auf Facebook posten. Und wenn die so gut sind, die Tipps, also kein Müll, sondern wirklich gute Tipps haben, dann hören sich die Leute an, völlig kostenlos. Die zahlen nichts, die denken gar nicht ans Zahlen, weil die sind auf Facebook. Und die denken sich, interessant, ja, das, was der sagt oder was die sagt, das habe ich so, habe ich das noch nie gedacht. Ja. Und dann am Schluss vom Video hast du noch Call to Action, halt geh auf meine Webseite, wenn du mehr haben möchtest. Aber selbst wenn der nicht auf die Webseite geht, kannst du die Leute dann, wenn sie mal ein Video gesehen haben oder wenn sie auf der Webseite waren, dann sind sie quasi gefangen. Ja, dann kannst du sie später nochmal mit, kannst du sie ein Webinar holen oder kannst du einfach weitere Blogartikel zeigen. Und dann versuchst du sie, also so zuerst mal Vertrauen aufzubauen. Das heißt, dieser Marketing-Funnel, der Verkaufsprozess, der beginnt nicht erst auf der Webseite, sondern der beginnt schon auf Facebook. Ja, das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt dann versucht die Leute zum Beispiel in einen Mitgliederbereich zu bekommen. Das ist so eins also früher, vor 5, 6 Jahren oder so, haben die Leute alle versucht, E-Books zu verkaufen. Jetzt ist so die Sache, dass man sagt, im Mitgliederbereich, da loggen sich die Leute regelmäßig ein. Wenn ich einen neuen Kurs oder ein neues Video rausbringe, habe ich einen Grund, warum ich Leuten eine E-Mail senden kann. Also das sind so, das ist eine ganz gute Sache, wenn man das so macht. Und ja, okay. Genau, also noch mal kurz zusammengefasst, Schritt Nummer 1, Vertrauen aufbauen auf Facebook, Schritt Nummer 2, eine Bindung noch enger aufbauen auf in einem Mitgliederbereich und dort dann auch Produkte verkaufen, also entweder den Zugang zum Mitgliederbereich oder einzelne Produkte darin. Ja, ich finde es immer so spannend, weil ich habe mir irgendwann mal gedacht, okay, ich mache jetzt nicht mehr so das Neueste und pipapo, ich bin ja auch von Haus aus Psychologe so. Und irgendwann kam so die Erkenntnis, ja, eigentlich das, was wirklich wichtig ist, egal ob es jetzt im Marketing ist, im Sales, in der Beratung oder so, diese Grundprinzipien, des, wie Menschen effektiv miteinander Werte schaffen können, ja, das hatten auch schon die Griechen entdeckt, sage ich mal, ja. Wahrscheinlich genauso das Gleiche jetzt irgendwie, was du jetzt gesagt hast, in anderen Worten, gab es wahrscheinlich in Griechenland irgendwie die Schulung für die Markthändler oder so, wie die am besten ihre Ware verkaufen. Und da haben die wahrscheinlich schon genau was Ähnliches erzählt, ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für viele Leute auch. Wenn man ein normaler Mensch ist und normal mit anderen Leuten interagieren kann, dann hat man schon den Großteil der Strategie, die man braucht, auch um erfolgreichen Business aufzubauen. Ich glaube, oft ist es halt, dass man so von diesen ganzen Strategien und alles, was es gibt, total erschlagen ist auch und überfordert und denkt, man muss jetzt, oh, ich brauche jetzt einen Podcast, ich brauche jetzt einen Blog, ich brauche jetzt Videowerbung und man vergisst eigentlich, worum es geht, nicht eigentlich um die Beziehung, die man aufbaut mit seinen Interessenten oder Kunden oder wie immer man sie dann auch nennt oder Fans, ja. Genau, also ich glaube auch die Strategie ist eigentlich etwas sehr, sehr Einfaches. Also die Strategie ist, Vertrauen aufbauen, dann Produkte verkaufen. Ohne Vertrauen kann man nicht verkaufen. Ja, und wenn konkret heißt das, wenn der Content, die Inhalte, die Texte, die Videos zur Zielgruppe passen, wenn das übereinstimmt, also so überschneidet, dann funktioniert das Ganze. Ja. Und ob man das jetzt über einen Podcast macht, über Facebook-Marketing, über Google-Display-Marketing, über YouTube oder so, das ist dann die Taktik, wie man es umsetzt. Genau. Und natürlich gibt es da dann Strategien, dass ich sage, wie kann ich dann über Facebook am besten machen, um die meisten Leute zu erreichen. Aber die grundsätzlich, die Strategie, die ist eigentlich einfach und die war wahrscheinlich vor 2000 Jahren in Griechenland genau dieselbe, wie sie jetzt ist. Die Möglichkeiten, die technischen, sind nur etwas anders, ja. Setzt du diese Strategien für dich selber auch genauso um? Also, ja. Weil das finde ich immer interessant. Es gibt nämlich so zwei Arten von Leuten, finde ich, ohne das jetzt wertensvoll. Die einen haben super Strategien und helfen ihren Kunden und die anderen setzen die für ihre Kunden und aber auch für sich selber ein. Und das finde ich immer... ich vertraue diesen Leuten meistens mehr, weil die das direkte Feedback haben, was funktioniert jetzt wirklich, weißt du? Wenn ich das nur sehe bei jemand anderem, okay, dann kann das jetzt da branchenspezifisch sein, aber ich sage jetzt mal so, wenn ich eine Kampagne für mich selber aufsetze, dann kann ich mich da nochmal viel anders reindenken.
Genau. Ja, also ich mache das selber auch, vor allem die Content-Strategie, die ich vorher auch genannt habe, zum Beispiel mit schauen, welcher Content passt am besten und den dann promoten. Das mache ich selber auch. Also ich mache das ja auf meinem Blog, wo ich über Facebook-Marketing schreibe und auch Tipps gebe, wenn man jetzt das vor allem im Sinne von Facebook besser umsetzen kann und einfacher machen kann. Da mache ich genau das. Also ich schreibe einen Artikel, zum Beispiel darüber, wie man jetzt die Kampagnen am besten aufbaut oder wie man am schnellsten Likes generiert, ohne dass man es jetzt fake macht. Ja, also und dann promote ich das. Ich nenne das manchmal die Spaghetti-Strategie. Ich weiß jetzt, ich bin kein Koch, ich weiß nicht, ob das genau stimmt, aber man hat mir mal erklärt, wenn quasi Spaghetti al dente sind, wenn sie durch sind, dann kleben sie an der Wand. Ja? Und wenn man quasi so jetzt eine große Anzahl von Spaghetti nimmt und die an die Wand wirft, dann bleiben ein paar kleben, die schon durch sind und die anderen fallen runter. Und genauso kann man das mit den Inhalten, den Artikeln machen. Man kann nicht einfach einen Artikel schreiben, auf Facebook posten und dann sagen, klappt nicht, sondern man muss fünf, sechs schreiben. Man kann sich auch ein System schaffen, zum Beispiel mit Content.de oder Textbroker oder so, dass man sich automatisch dann Artikel bekommt, die dann an die richtige Zielgruppe promotet und die dann wirklich hängen bleiben. Also wirklich bei den Kunden hängen bleiben, die promote ich dann weiter. Und so kann ich Schritt für Schritt dann eine Zielgruppe aufbauen und auch automatisch dann genau den Content finden, wo die Leute dann sagen, aha, wow, cool. Und dann auch Vertrauen zu dir aufbauen dadurch. Ja, das finde ich auch total interessant, weil das, was du sagst, das ist ein Experiment, ja. Und ich glaube halt generell, dass nicht nur jetzt im Marketing, im Business, ich glaube generell, dass wir alle davon profitieren, wenn wir das Leben als ein riesiges Experiment sehen und den Erfolg, den wir haben, sei es jetzt Likes auf dem Artikel oder Anmeldungen beim Kurs oder einfach nur Feedback von Leuten, die man jetzt kennt, so zwischenmenschlich privat, dass wir das einfach alles als riesiges Experiment sehen, wo wir jederzeit auch Sachen, die nicht funktionieren, wieder verwerfen können. Ja? Und was ich glaube, was ein großer Fehler ist von vielen Leuten, die anfangen, die lesen dann so ein Buch, die sehen eine Strategie, die hat für einen Personen funktioniert, oft dann auch noch in den USA, wo der Markt teilweise halt völlig anders funktioniert. Ja? Und die wenden dann super viel Zeit darauf auf, diese Strategie genau eins zu eins so genau so umzusetzen, ja, und nehmen sich dadurch diese Möglichkeit des Experimentes, um halt rauszufinden, okay, aber die sind eine andere Person, die das promoten. Sie haben andere Kontakte, sie haben eine andere Zielgruppe, vielleicht andere Sprache, anderer Markt. Da muss man natürlich immer reinfühlen. Und das Interessante ist ja auch, dass sich sowas total schwer voraussagen lässt. Ja? Selbst wenn du so Marketing-Experten fragst und dann hast du so AB-Tests und dann sagst du, welcher performt besser oder so, ne? Das ist meistens wirklich, auch die Experten können das einfach nicht voraussagen, weil das einfach so an so kleinen Sachen liegt und auch halt manchmal so ist, dass zum Beispiel, okay, die schöne Seite, da kriegst du mehr Opt-ins, aber komischerweise, die schrottige Seite hat trotzdem 50% mehr Sales. Ja? Und das lässt sich halt oft einfach gar nicht voraussehen. Ich weiß nicht, du machst ja auch sehr, sehr viele Facebook-Anzeigen, ob du auch so diese Erfahrung hast, dass es halt dass es manchmal total schwierig ist, von außen zu sehen, was jetzt das Ich gewinnen wird, versuche es sozusagen. auch gar nicht. Also ich versuche es auch gar nicht, da zu sagen, das funktioniert besser. Natürlich hat man ein bisschen eine Ahnung, dass ich nicht sage, also wenn eine Anzeige hat, sollten eventuell Menschen drin sein, die sollten mich anschauen, nicht irgendwo ganz hinten, also nur eine grüne Landschaft oder so, da klickt keiner drauf oder so. Außer es geht halt um was Bestimmtes zu dem Thema. Aber wenn ich Anzeigen mache, habe ich immer folgendes System. Ich mache in jeder Anzeigengruppe genau zwei Anzeigen. Und die zwei Anzeigen sind sehr ähnlich. Also das sind zum Beispiel genau dieselbe Anzeige, nur einmal hat es eine andere Headline. Und das lasse ich dann so lange laufen, bis ich statistisch relevant sagen kann, dass die eine besser ist als die andere. Und wenn das nie passiert, dann ändere ich trotzdem was und einfach das auszuprobieren. Aber in 99% der Fälle habe ich dann irgendwo einen Gewinner, der besser ist als der andere. Das heißt, ich mache es dann so, dass ich den Verlierer abdrehe von den Anzeigen und den Gewinner dupliziere. Und dann dort zum Beispiel wieder das Bild ändere oder die Headline ändere oder den Text ändere. Das heißt, ich habe da immer zwei leicht verschiedene Versionen, nicht komplett unterschiedlich, es ist auch schwierig einzuschätzen. Und dadurch, das ist ein Aufwand von etwa 15 Minuten alle 3 Tage. Ja, das heißt, ich logge mich ein, schaue, was ist der Gewinner, drehe den Verlierer ab, ändere den Gewinner und dann lasse ich es wieder weiterlaufen. Hat dadurch folgenden Vorteil, ich muss jetzt nicht irgendwie
Also ich habe ständig ändern sich die Kampagnen, ja, ständig ändern sich die Anzeigen. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass die Leute immer nur dasselbe sehen. Ich habe keinen großen Zeitaufwand, dass ich ständig neue Sachen überlegen muss. Und ich habe auch den Vorteil, dass ich nicht quasi jetzt mir einbilden muss, ich weiß vorher schon, was funktioniert, sondern ich teste das einfach mal und schaue dann, wie es weitergeht. Also ich würde nie behaupten, ich weiß, welche Anzeigen gut ankommen, sondern ich habe ein System, das mir sagt, welche Anzeigen gut ankommen. Ja, super, okay. Ja, lass nochmal den Bogen wieder zurückschlagen, so ein bisschen. die Frage, die mir gerade noch so die ganze Zeit im Kopf ist, ist, warum bist du wieder zurückgekommen aus San Francisco? Weil man könnte ja denken, wow, der Jakob, der hat es jetzt geschafft, der ist im Herz des IT-Developments angekommen sozusagen. Was hat dich wieder zurückgebracht dann nach Europa? Naja, also in San Francisco ist es ja auch nicht so einfach so dahin zu gehen. Das heißt, ich hatte da halt ein Visum für ein halbes Jahr, habe das auch sehr intensiv genutzt, also alles gemacht, was man machen kann, sowohl von Business her, man könnte eigentlich, glaube ich, jeden Tag auf zwei Veranstaltungen gehen, das geht natürlich nicht in der Praxis, aber ich habe halt sehr viel mitgenommen von Business her und sehr viel gelernt und auch von dem halt, was man sich dort alles anschauen kann. Ich meine, es ist sehr schön dort, ja, das ist dort, wo andere Leute Urlaub machen, dass man dort mal leben kann. Das fand ich persönlich sehr cool. Und ich bin halt danach wieder zurückgekommen, habe dann, das war während dem Studium, also ich hatte das Unternehmen gleichzeitig im Studium, bin danach wieder zurückgekommen und habe halt dann, also das Studium war dann zu Ende und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es richtig, jetzt mache ich Fulltime und habe mich dann voll auf das Unternehmen konzentriert. Was war der Fehler, den du gemacht hast im Aufbau von deinem Unternehmen, wo du sagst, so, ja, da habe ich am meisten von gelernt? Da habe ich mich vielleicht richtig dick reingesetzt, aber letztendlich war das ein wichtiger Schritt, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Was war der größte Fehler? Naja, als ich das erste Unternehmen gegründet habe, Virtual Assistenten, habe ich meiner Meinung nach sehr gut gestartet, sehr schnell. Ich habe nur dann auch zu lange gebraucht, um diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, wirklich umzusetzen. Mhm. Also ich habe zu lange auf dem Pferd geritten, obwohl es eigentlich schon tot war. Das heißt, man hat schon gemerkt, ja, wenn man quasi bis 3 Uhr nachts da sitzt und irgendwelche Aufgaben fertig macht, weil die irgendwie andere nicht gut gemacht hat und man sagt, ich möchte aber, dass der Kunde nicht unzufrieden ist, ich möchte, dass ich zu meinem Wort stehe, dass ich das fertig mache. Aber wenn du halt oft das machst, bis 3 Uhr irgendwas fertig machst, was dich eigentlich nicht interessiert, weil du sagst, ich möchte meine Talente woanders einsetzen, dann musst du halt viel schneller merken, dass das so nicht weitergehen kann. Und für mich hat es dann wirklich gebraucht, dass ich nach San Francisco ging und dass es dort alles anders war, um wirklich da rauszukommen aus dem. Das heißt, die Gefahr ist groß, dass man dann trotzdem man weiß, was man machen soll, irgendwie dann gefangen ist in dem und zu wenig Zeit für hat, Änderungen zu machen, weil man zu sehr mit dem, was man halt ständig macht, mit dem Alltag beschäftigt ist. Ja, also das kenne ich natürlich total. Ich glaube auch, viele Leute haben das Gefühl, ich habe jetzt hier irgendwie meinen Job und so und jetzt steige ich hier aus dem Hamsterrad und ich gründe jetzt mein Unternehmen und jetzt ist alles gut. Und jetzt lebe ich am Strand und die Affiliate-Provisionen kommen jeden Tag auf mein Konto an oder so, ja. Und verkennen, dass dieses Problem des Hamsterrades natürlich mit mehr Verantwortung für seine eigene Struktur und sein eigenes Unternehmen natürlich erstmal nochmal viel größer wird. Und dass dieses Bewusstsein, dass man diesen Fokus halten muss, eben auf langfristig Systeme aufzubauen, die Mehrwert zu generieren, statt dass man das halt immer selber reinstecken muss, dass das natürlich am Anfang vor allem hat sehr viel Disziplin auch erfordert. Ja, ja. Also es ist halt, ich habe halt schon gemerkt, also ich habe ja gesagt, es war nicht so eine Leidenschaft für mich, dass ich von Anfang an gesagt habe, Facebook-Marketing, aber ich habe das halt gemacht und ich bin ein sehr analytischer Mensch und ich habe mich einfach da wohlgefühlt in dem Sinn, habe gesagt, okay, zum Beispiel habe ich auf die Kampagnen geschaut, mir das angeschaut. Ja klar, sieht man ja quasi, hier ist der Preis zu hoch, das heißt, wir müssen das hier ändern. Und diese Dinge sind mir leicht gefallen, die Zahlen zu interpretieren und dann auch die Geschichte, die dahinter steckt, zu sehen. Und von dem her hat mir das immer mehr Spaß gemacht. Also am Anfang war das so, okay, wenn die Kunden das wollen, dann mache ich mal mehr Facebook. Und dann ist halt das echt zur Leidenschaft geworden, dass ich sage, jetzt beschäftige mich ständig damit und arbeite auch nicht weniger als vorher. Nur jetzt macht es mir halt viel mehr Spaß.
Wie sieht so dein, also du sagst, du arbeitest nicht weniger, wie sieht so dein Tagesablauf aus? Hast du irgendwie so eine bestimmte Routine für dich, dass du sagst, okay, morgens immer mache ich immer das, dann mache ich immer das, dann mache ich immer das? Naja, ich fange meistens relativ spät an. Also ich bin nicht so der ganz früh im Büro ist. Kommt auch davon, weil ich immer noch Kunden aus den USA habe. Das heißt, bei denen ist es dann durch die Zeitverschiebung so, dass ich öfters mal später dann noch online bin. Also ist auch kein, habe ich ja auch immer mein Skype-Call um 23 Uhr oder sowas. Das ist auch kein Problem. Das heißt, ich fange ein bisschen später an, schaue mir am Anfang, dass ich meine E-Mails und das Tagesgeschäft abwickle, so bis zum frühen Nachmittag. Und am Nachmittag, Abend dann mache ich dann, ja, also arbeite ich dann, dass ich zum Beispiel neue Pakete, neue Produkte entwickle, mich selbst dann auch in Facebook-Kampagnen, also ich betreue immer noch persönlich ein paar große Kunden, dass ich da halt auch meine Optimierungen mache. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass ich da nicht irgendwie rausgehe und sage, mache nur meine Mitarbeiter, weil sonst verliert man halt den Touch und dann, das heißt, da mache ich selber Facebook-Kampagne. Also ich sage das immer so zum Spaß, quasi ich mache jetzt Facebook-Kampagne Entspannung. Das stimmt dann zum Teil. Ja, so funktioniert das. Am Abend mache ich oft Sport. Also ich war früher mal in einem Leichtathletikverein, jetzt mache ich das nur mehr zum Spaß, aber ich habe früher professionell mit einem Trainer, also so 8, 9 Mal die Woche trainiert für Laufen und also Leichtathletik. Meine Disziplin war da immer 3000 Meter und 1500 Meter am Laufband, also auf der Laufbahn, da im Kreislaufen. Und das mache ich immer noch gerne, also Laufen, aber jetzt halt nicht mehr so professionell, sondern nur mehr zum Spaß. Das finde ich auch total interessant, weil ich habe, glaube ich, so ziemlich genau den entgegengesetzten Tagesrhythmus. Ich stehe so 6:30 meistens auf, mache dann eine Stunde Yoga und gehe dann danach entweder laufen oder zum Fitness oder halt Entspannungstag. Danach kommt sozusagen meine Fokuszeit, meistens so von 9 bis 12, wo ich halt am Unternehmen arbeite und mir möglichst alle Anrufe, E-Mails und so weiter vom Leib halte. Und die kommen dann bei mir erst später, weil ich dann am Nachmittag schon, da mache ich so also diese kleineren Sachen, wo man jetzt nicht so unbedingt den durchgehenden Fokus braucht. Und ich glaube, das ist halt auch eine super wichtige Sache, weil es gibt ja so zehntausende Blogartikel und Ratgeber und Pipapo, wie man jetzt da besonders produktiv wird und so. Und ich glaube, es ist halt wirklich wichtig, da seinen eigenen Rhythmus zu finden und da auch so in sich reinzuspüren, was will ich denn jetzt eigentlich und wie kann ich die Sachen, die ich machen will, am besten machen. Ne? Ja. Ja, also was für Ja. mich auf jeden Fall hilft, ist, dass es gibt so ein cooles Buch, Do It Tomorrow heißt das. Und der sagt im Prinzip, okay, nimm niemals Aufgaben für den gleichen Tag an. Alles frühestens morgen. Ja, weil dann kannst du dir am Tag vorher überlegen, was will ich morgen machen und kannst es halbwegs vernünftig priorisieren, ohne dass dann dein Schreibtisch direkt dir da alle Leute irgendwas drauf abladen, was jetzt sofort erledigt werden muss. Ja? Meine Erfahrung ist, wenn man tatsächlich seine Kunden, Partner und Mitarbeiter darauf trainiert, nach einer Zeit, ja, ist es halt so. Man kann halt keinen Termin für den gleichen Tag machen, man kann auch nicht erwarten unbedingt, dass die E-Mail am gleichen Tag zurückkommt. So, und dann, also das ist was mir zum Beispiel, was mich total entstresst hat, dass ich gesagt habe, okay, wenn irgendwas ist, nie heute, sondern frühestens morgen, das sage ich auch den Leuten. Ja, und wann kannst du das denn jetzt nochmal schnell fertig machen? Sag ich, ja, frühestens morgen. So. Und dann die meisten, so 50% der Sachen irgendwie erledigen sich dann dadurch schon, ja, weil die Leute nicht so lange warten wollen und dann selber eine Lösung finden. Ja, auch gut. Ja, das ist ein guter Plan, ja. Muss ich auch mal probieren. Ja, E-Mail, hast du irgendwie eine bestimmte E-Mail-Strategie auch? Ich versuche es ja zu bündeln. Also ich mache es nicht so, dass ich das quasi nur morgen oder sowas mache, aber ich bin schon jemand, der manchmal mache ich das auch, weiß nicht, das sollte man wahrscheinlich jetzt nicht in einen Produktivitätsratgeber reingeben oder sowas, aber manchmal mache ich das, dass ich am Weg zur Arbeit am Handy, also nicht im Auto, aber wenn ich
Also wohne in Wien, da ist der öffentliche Verkehr so gut, dass ich kein Auto brauche und es mir auch nur stressen würde, da hin und her zu fahren, sondern ich fahre mit der Straßenbahn und dann mache ich auch mal E-Mails im Handy. Also das Ja. schaue mir das beantworte die dann direkt. Wenn ich in die Arbeit komme, habe ich schon die Hälfte erledigt. Ja. Und ja, dann schaue ich nochmal, dass ich Mittag und abends nochmal die E-Mails beantworte. Ja, Jakob, was würdest du sagen, ist so deine Eigenschaft im Leben, die dich so bisher am meisten unterstützt hat? Also die irgendwie dafür gesorgt hat, dass du so das, was du machst, gut hinkriegst? Puh, das ist eine gute Frage. Ich denke, es gibt zwei. Also die eine ist halt weniger spannend, die ist halt so, also ich hab halt immer sehr hart gearbeitet und sehr, ich habe nicht nachgelassen. Also auch wenn, das lohnt sich natürlich, ja, wenn du nicht aufgibst, ja. Das ist aber jetzt nicht so der Lebenstipp, den man geben kann. Was mich persönlich schon, was ich immer gerne gemacht habe und was mir auch immer sehr viel gebracht hat, war versuchen zuerst zu geben. Also ich habe oft zum Beispiel das, was mir sehr, sehr viel gebracht hat, war, dass ich bei diesem einen Event in San Francisco, wo ich meinen späteren Geschäftspartner dann kennengelernt habe, da habe ich einfach den Veranstalter gefragt, kann ich denn kostenlos für dich arbeiten bei dem Event, dass ich den Speakern einfach ja, das Wasser bringe, wie auch immer, weil ich wollte dabei sein. Ich konnte halt, ich musste nicht durchgehend arbeiten, sondern konnte mir auch das Event selber anschauen und ich konnte in den Raum rein, wo die ganzen Speaker sind und mit denen dann auch quatschen. Also das hat mir sehr viel Okay. gebracht. Ja, Und so habe ja. ich es aber auch generell gemacht. Also ich habe mir immer ein bisschen Leute gesucht, die weiter waren als ich und denen dann meine Services angeboten. Also als Programmierer und als Facebook-Marketing-Spezialist gibt es da schon was, was man anbieten kann. Und da habe ich mal halt was, also ich habe versucht, in gewissen Bereichen sehr, sehr gut zu sein und diese dann Leuten anzubieten, die einfach weiter sind. Auch jetzt nicht jetzt so, also nicht mit dem Fokus, denen was zu verkaufen, sondern denen erstmal weiterzuhelfen. Und wenn die glücklich sind, dann helfen sie auch mir. Also das war immer so die Strategie und die hat sehr, sehr gut funktioniert. Du bist ja so zum ersten Mal, sage ich mal, auf einer breiteren Bildfläche aufgetaucht, als du jetzt den Kurs gelauncht hast mit dem Said. War das auch so? Wie ist das zustande gekommen? Ja, der Said, der jetzt nicht nur mein Geschäftspartner, sondern auch ein sehr, sehr guter Freund ist. Wir haben uns vor über einem Jahr kennengelernt. Er war damals Kunde, ist durch eine Empfehlung zu Taskkunde gekommen und wir haben uns halt auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden und relativ schnell, also zuerst ging es um technische Umsetzung. Und der Said hat dann ein Produkt gelauncht, das war sein Startup-Produkt, neuer Launch. Und er hat eigentlich nicht vor, Facebook-Market zu machen, sondern er hatte nur. Also er hat gesagt, ja, mache ich so wie immer E-Mail-Marketing und dann Launch und so. Und ich habe gesagt, du Said, mach doch Facebook-Marketing, da ist sehr, sehr viel Potenzial drin. Und er hat gesagt, okay, ja, mach mal. Und ich habe dann gesagt, okay, mach ich mal. Und habe echt das Ganze selber aufgesetzt von Facebook. Er hat den Content natürlich geliefert, die Inhalte, die ich brauchte. Er kann ja extrem gut verkaufen. Und ich habe diese Content dann bei Facebook so platziert, dass wir die eine Kampagne gemacht haben. Das war quasi die erfolgreichste Kampagne, die wir jemals gemeinsam gemacht haben. Das war da haben wir 2.500 Euro Einsatz gehabt, also Budget am Anfang. Und innerhalb von 3, 4 Wochen dann über Facebook 150.000 Euro Umsatz gemacht damit. Das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall, Ja, ja. und von da an quasi gesagt, okay, wir machen was gemeinsam. Wir haben Said und ich dann gemeinsam Unternehmen gegründet und ja, daraus hat sich dann halt mehr als nur ein Businesspartner entwickelt. Jetzt sind wir auch sehr gute Freunde. Okay. Aber Und das ist hat, nee, also ich wollte nur sagen, das hat sich auch daraus entwickelt, weil ich gesagt habe, ey, ich habe ein Potenzial für ihn gesehen, versucht, ihm dabei zu helfen, das umzusetzen. Und du hast auch nicht direkt einen Kostenvoranschlag geschickt und so Nee, nee, weiter, nee. sondern einfach mal gemacht sozusagen, ja. Ja. Ja, super. Wo geht's für dich hin? Also was ist dir wichtig? Was bedeutet für dich Erfolg? Das war jetzt für dich aus meiner Sicht so ein bisschen der Einstieg auch in ein anderes Businessmodell, ne? Nämlich mit den digitalen Produkten, also was deutlich besser automatisierbar und skalierbar ist. Ich finde, die Mischung ist ganz cool, halt so wirklich am Puls des Geschehens zu sein und aber dieses Wissen auch regelmäßig weiterzugeben. Und was denkst du, wo so deine Reise hingeht und was wünschst du dir für die nächsten 2, 3 Jahre?
Also ich werde meine beiden Projekte weiterentwickeln. Für mich also ist es sehr wichtig, auch beim Facebook-Marketing natürlich dran zu bleiben und da werde ich nicht aufhören. Das heißt, ich schreibe da regelmäßig drüber und ich freue mich immer sehr, wenn Leute mir E-Mails schreiben und sagen, ah, Jakob, das war richtig guter Content, vielen Dank dafür. Ja, das ist mir sehr wichtig. Das ist auch ein gutes Feedback. Also nicht nur Feedback in dem Sinn, dass halt eine E-Mail kommt, sondern Feedback, dass man merkt, ob etwas funktioniert oder nicht. Ja. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, ich werde mein Unternehmen Taskunda ausbauen. Wir haben jetzt, wie gesagt, dieses neue Produkt gelauncht. Wir nennen das Produkt Startrampe und das hilft Leuten dabei, von null ihr Online-Business zu starten. Und da haben wir auch, also da setzen wir sehr stark auf Software-Automatisierung. Zum Beispiel, dass man diese Landing-Page, die einem dabei hilft, eine Idee zu testen, dass man die innerhalb von 10 Minuten, also das getestet, maximal 10 Minuten aufsetzen kann und dafür auch keine technischen Skills benötigt. Also das in diesem Bereich, da haben wir echt sehr, sehr viel geplant und sehr viel spannende Sachen auch, um Leuten, ich habe ja durch Taskrunner sehr viel mit der Umsetzung zu tun. Also wenn man einen Kurs verkauft und sagt, ja, so funktioniert das, dann ist das die eine Sache, aber viele Leute, die den Kurs kaufen und dann irgendwo stecken bleiben und sagen, ja, aber wie geht es denn jetzt weiter? Wie kriege ich das denn hin? Die kommen dann viele zu Taskrunner und wir haben halt uns halt überlegt, okay, was gibt es denn jetzt für Lösungen, die nach dem Kurs kommen, also nach dem Wissen kommen, um das umzusetzen? Und da ist meine Strategie, eine Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu geben, in Form von Videos, als auch einfach Texten und Anleitungen. Und dann auch noch das, was man automatisieren kann, zu automatisieren, mit Hilfe zum Beispiel vom automatischen Setup von so einer kleinen Webseite und sowas in die Richtung. Das heißt, jeder, der, meine Vision, mein Ziel ist, dass jeder, der zu Taskrunner kommt und eine richtig gute Idee hat, dass der die auch umsetzen kann. Ja, ob er dann selber die Motivation hat, das wirklich bis zum Ende zu bringen, das liegt an jedem selbst. Ja. Aber es ist halt schade, wenn quasi gute Ideen nicht umgesetzt werden, weil es irgendwo an der technischen Umsetzung oder an der Zeit mangelt. Und diese Dinge müssen eigentlich nicht sein. Also da gibt es Lösungen dafür. Und das ist auch das, was du vorher gesagt hast, quasi, dass man irgendwie 10.000 Stunden Nachdenken dann in 10 Minuten Umsetzung reinbringt. Aber das ist halt dann, ja, das ist halt dann das, wofür man Unternehmer ist, dass man das quasi 10.000 Stunden nachdenkt mit seinem Team gemeinsam, das dann kondensiert in ein Paket und damit eine Lösung anbietet. Und das macht sehr viel Spaß. Also das ist auch das, wo man dann die Motivation rausbringt, also nicht nur die finanzielle, sondern überhaupt die inhaltliche Motivation, warum man das tut, warum man aufsteht jeden Tag und das macht. Ja. Ja, okay. Ja, super. Was sind Sachen, die dich begeistert haben, die andere Leute gemacht haben, oder welche Personen, vielleicht so drei Personen, wo du sagst, ja, von denen habe ich echt viel gelernt, oder die bewundere ich, das sind meine Vorbilder. Genau, da fallen mir drei ein. Also, gut, so drei sagst du, mir sind genau drei eingefallen. Das erste ist, also vom menschlichen, persönlichen her und auch vom inhaltlichen, vom Verkaufen her, ist der Said Sheripur nicht nur ein guter Freund, sondern sicher auch ein Vorbild, so wie er mit der, also er hatte jetzt nicht leicht in seinem Leben und hat er trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Also, er ist sicher eine Person, von der man sehr viel lernen kann. Das zweite ist Dennis Yu, also YU heißt der, Dennis Yu, der ist Amerikaner und ist auch extrem gut im Bereich Facebook-Marketing. Von dem habe ich quasi den Start mitbekommen. Ich habe dann später auch eigene Dinge entwickelt, aber er hat mich quasi dazu gebracht, überhaupt Facebook-Marketing zu machen. Und die dritte Person, was so ein wirkliches Vorbild ist, also für mich jetzt persönlich, ist der Elon Musk, der Gründer von Tesla, also der Co-Founder und CEO von Tesla und SpaceX und sowas. Also wenn ich ihn privat was lese und so, dann lese ich meistens so, was in die Richtung, was er so macht. Also SpaceX, Mars kolonialisieren und so Dinge. Das Okay. finde ich cool. Kannst du ein Buch empfehlen, was du in der letzten Zeit gelesen hast, was dich irgendwie besonders inspiriert Also, hat? ich muss ehrlich gestehen, ich bin gar kein so ein Buchleser, sondern ich höre mir eher so kurze Zusammenfassungen an und probiere sehr viel selber aus.
Also ich habe schon einige Marketingbücher begonnen, wenige eigentlich fertig gelesen, muss ich sagen, sondern immer mir hat dann zum Beispiel die Podcast-Zusammenfassung angehört. Das muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ja, von dem her, also die Biografie vom Elon Musk habe ich gelesen. Ja. Das, okay. Da kann man auch einiges lernen. Das kann man sich nicht so sehr die Zusammenfassung anhören. Das kann man schon auch, aber das ist dann Wikipedia. Ja. Ja, Jakob, wir kommen langsam ein bisschen zum Ende. Welche wichtige Frage habe ich dir denn noch nicht gestellt? Welche wichtige Frage? Das ist eine gute Frage. Welche wichtige Frage, wenn du mir noch nicht gestellt hast? Also die den Leuten helfen, dich vielleicht nochmal besser zu verstehen und auch den Weg, den du gegangen bist und da was vielleicht für sich auch von rauszuziehen. Naja, du hast mich gefragt, was quasi so der größte Fehler war oder so, den ich gemacht habe und dazu zu lange auf einem Bereich zu sein, wo man merkt, okay, das klappt so nicht. Und ich glaube, das, was ich richtig gemacht habe, also der größte Erfolg in dem Sinn, war halt einfach auf gute Partner zu setzen, in dem Sinn, dass man sagt, das hängt auch mit dem zusammen, was ich vorher gesagt habe, dass man sagt, such dir jemanden, der etwas weiter ist als du und hilf dem. Und damit halt auch, also da habe ich jetzt 2, 3 Personen in meinem Leben, bei denen ich das gemacht habe und sehr erfolgreich dann umgesetzt habe, wo einfach dann eine Win-Win-Situation für jeden entstanden ist. Also das ist so quasi das, wo ich sage, wenn ich irgendwas nochmal von vorne machen würde, würde ich vor allem so diese Strategie verwenden. Einfach, weil man jetzt sagt, ich bin jetzt, ich sehe diese Personen, die halt so viel erreicht haben in ihrem Leben, und ich bin jetzt hier, wie komme ich denn dahin? Und so ein Shortcut von da nach da auf einmal gibt es nicht. Aber ich glaube, das ist so die schnellste Strategie, dass man jemanden, der quasi mit dem, der quasi schon auf der Rakete sitzt, dass man dem, dem hilft, noch schneller zu fliegen und dann einfach mitfliegt im Sog. Ja, okay. Ja, super. Vielleicht zum Abschluss auch nochmal so zusammengefasst. Es kann auch gerne Sachen sein, die jetzt schon dran kamen. Was würdest du sagen, jemand, der jetzt das Interview sieht und sich denkt, okay, ich habe jetzt hier noch gar nichts, aber ich will mir auch mal ein Business aufbauen. Was würdest du sagen, sind so die 5 ersten kleinen Schritte, wo jemand morgen mit anfangen kann? Die ersten kleinen Schritte. Also es geht hier um Online-Business. Das heißt, man braucht unbedingt eine Webseite. Ja? Oder ein Blog. Die meisten Leute fürchten sich ein bisschen davon, sagen, ich möchte gar nicht bloggen, ich kann vielleicht nicht schreiben oder sowas, oder ich denke sich das. Aber das ist nicht wichtig. Also man kann auch Artikel schreiben lassen. Also es gibt verschiedene Systeme, wie man schauen kann, dass das funktioniert. Aber so quasi die Website ist so die Homebase, die man hat. Da kann man technisch gesehen Pixel setzen und alles Mögliche damit machen. Aber man braucht unbedingt mal so diese eigene Seite. Ich habe noch niemand gesehen, der ein erfolgreiches Online-Business hat, aber keine Webseite. Ja, das ist. Vielleicht gibt es da ein paar Ausnahmen, kann man mir gerne sagen. Schaue ich mir gerne an, wie es gemacht haben, aber ich habe so die Vermutung, dass jeder so eine Webseite hat, der ein Internet-Business hat. Also das war so die erste Sache. Da gibt es auch Systeme, um sowas sehr schnell aufzusetzen. Ja. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dass man sich überlegt, was biete ich denn eigentlich an? Und das muss jetzt, man muss nicht das Produkt fertig ausformulieren, aber man muss sich zunächst überlegen, was kann ich, was möchte ich anbieten und dann darauf aufbauen, auch was möchte ich nicht anbieten, was gebe ich weg. Der dritte Punkt wäre, dass man zu dem Bereich Content macht, also Texte schreibt oder schreiben lässt, um einfach mal zu schauen, also ich habe das auch ganz am Anfang gesagt, ja, ich muss Vertrauen aufbauen, bevor ich das verkaufen kann. Diesen Content, diese Inhalte, diese Texte kann ich dann den Leuten zeigen, kann sie einfach auf Facebook posten, ich möchte die in Gruppen reinposten, die Leute um Feedback fragen, also gibt es alle möglichen Strategien, um das Leuten zu zeigen. Und dann kann ich einfach Interessenten finden, die sich dann auch, die bereit sind, mir ihre Zeit zu schenken und einen Teil ihrer Zeit, sei es, indem sie den Artikel lesen oder sich dann vielleicht sogar irgendwo eintragen auf meiner Webseite. Und wenn ich dann, und dann der letzte Punkt, der fünfte, ist, dann ich dann versuche zu verkaufen. Ja. Es nützt mir natürlich nichts, wenn ich da jetzt nur Content und vorproduziere und alles mögliche mache, wenn ich nicht verkaufen kann. Und es ist dann auch wirklich so ein, also da geht es gar nicht nur ums Geld, sondern der erste Verkauf, und wenn das nur jetzt 19 Euro E-Books oder sind, quasi den man automatisch übers Internet macht, weil sich irgendwer sagt, ich schenke dir mein Vertrauen,
Ich kaufe das, ich will wissen, was dahinter steckt. Das ist halt ein extrem gutes Gefühl. Das ist ein Also das ist so wahnsinniges da. Gefühl, ja. Das ist so quasi der erste Schritt, der erste Schritt zum Erfolg. Ja, vom ersten E-Book, also vom gar nichts bis zum ersten E-Book sind es wahrscheinlich 70% vom Aufwand. Vom ersten E-Book bis zum 10. E-Book-Prozent sind es nochmal 20% vom Aufwand und vom 10. E-Book bis zum Online-Kurs oder wie auch immer bis zum 1000. verkauften Produkt sind es halt dann nur mehr 10% Aufwand. Weil wenn das Ding mal läuft, wenn die Rakete dann schon mal mit annähernd Lichtgeschwindigkeit fliegt, dann ist es halt dann nicht mehr so viel Aufwand, dahin zu kommen, ne, zum nächsten Schritt. Ja, warum ich eben so gelacht habe bei deinen ersten zwei Punkten, ja, das war, weil du sprichst mir halt aus der Seele, ja, weil wir haben halt irgendwann gemerkt, scheiße, die Leute sind total überfordert mit Webseiten, obwohl WordPress so einfach ist, aber natürlich, klar, du musst dich einloggen, du musst deinen PHP-User anlegen oder du nutzt diese One-Click-Install, aber dann sagt dir niemand, dass du das halt vielleicht auch mal updaten musst und so weiter, ja. Deshalb haben wir vor 3 Jahren halt so einen Managed WordPress Service gemacht, wo wir halt alles komplett managen. Ne? Also wenn du dich anmeldest bei uns, hast du schon das absolute Premium State of the Art WordPress Installation, super schnell, super sicher, mit sehr vielen Premium Plugins, die du halt so brauchst, Landing Pages, pipapo, ne? Und jemand updatet und backup das System halt die ganze Zeit für dich, ohne dass du was machen musst, ja? Weil genau das habe ich nämlich auch gedacht. Und das Zweite, dann hast du gesagt, ja, man braucht Fokus. Und dann habe ich irgendwann so ein Video-Coaching gemacht, wo die Leute halt 70 Fragen oder knapp 70 Fragen beantworten und immer genauso, ja, was ist meine Zielgruppe, was ist die Pain, also was ist der Schmerz dieses Avatars, den ich jetzt erstellt habe, genau. Und wenn ich jetzt das Produkt habe, wofür wird er bereit, noch mehr Geld zu bezahlen, wenn das Produkt besser ist und so diese ganzen Fragen, ja, und also du sprichst mir da total aus der Seele, ja, ich glaube auch das, was du ganz am Ende gesagt hast, ist ganz wichtig, diesen Erfolg auch feiern und diese Emotion des Verkaufes dann nicht nur sagen, ich habe jetzt mein erstes E-Book verkauft, sondern sich das nochmal klar machen, was das halt bedeutet. Das halt bedeutet, wow, ich habe ein System kreiert, wo ich praktisch automatisch meinen Mehrwert an die Welt geben kann, ohne dass ich noch in irgendeiner Art und Weise selber aktiv werden muss. Ja? Und das noch nicht mal jetzt so auf dieser egoistischen Schiene finde ich, dass man, oh, egoistisch, nö, aber noch nicht mal für einen selber, dass man sagt, oh cool, jetzt kann ich ja voll viel Geld verdienen damit und so. Einfach auch für alle Leute, die dieses Wissen haben wollen und die ja vorher irgendwie, keine Ahnung, warten müssen, bis man wach ist und dann mit einem telefonieren oder so, ist es ja viel geiler, wenn dieses Wissen einfach universell dann verfügbar ist, wenn sie es brauchen. Ja? Also ich würd sogar so weit gehen und sagen, jeder, der der Welt was mitzuteilen hat, weißt du, was wirklich wichtig ist, der muss ein digitales Produkt machen. Einfach für diese ganzen Leute, die halt dieses Wissen haben sollen. Ansonsten ist es halt super egoistisch, wenn du es halt nur irgendwie als Trainer in deinen Einzelcoachings weitergibst oder so. Ja? Unabhängig jetzt mal davon, dass auch das Business jedes Coaches und Trainer, den ich gecoacht habe, durch die Decke gegangen ist, sobald er sein erstes Produkt rausbringt, einfach weil das einfach viel weitere Kreise zieht, als wenn du da jetzt so ein Consultant bist, einfach nur der seinen Service verkauft. Ja. Ja. Finde ich sehr cool, dass wir da fast eine ähnliche Story oder eine ähnliche, also wenn ich dich gefragt hätte, welche 5 Schritte machst du, sollen die Leute machen, um eben erfolgreich zu sein, um auf den nächsten Level zu kommen, da hättest du wahrscheinlich was Ähnliches gesagt, so habe ich das jetzt verstanden. Ja, ich hätte jetzt mit der Klarheit angefangen, glaube ich, und dann wäre bei mir erst die Webseite gekommen, glaube ich, dann wäre das Experiment gekommen, dann wäre das gekommen, zu gucken, wie man daraus ein sich selbst optimiertes System baut, sozusagen. Und dann als letzter Schritt wäre ich wieder zurückgegangen auf die Person, weil womit ich mich sehr viel beschäftigt habe, sind Gewohnheiten. Und ich glaube halt, dass letztendlich immer noch, wenn man sich die erfolgreichen Leute anguckt, da sind wir jetzt nicht so krass drauf eingegangen, aber es kam immer mal wieder so dabei ran, dass du zum Beispiel gesagt hast, ja, dann war ich noch bis 3 Uhr nachts da, weißt du? Ich glaube zum Beispiel, dass du die Gewohnheit hast und auch den Anspruch an dich selber,
alles das zu tun, was du machen musst, um die Qualität des Ergebnisses abzuliefern, die du halt willst, und dass du da auch relativ Ja. kompromisslos bist. Und dass du dann sagst, okay, das führt manchmal zu Stress, deshalb schraube ich explizit manchmal meinen Anspruch herunter und sage, das ist jetzt ein Experiment, quick and dirty, und das muss jetzt auch nicht gut sein, aber wenn du sagst, okay, und das weiß ich jetzt, das ist es, dann machst du es auch mit 150%, gibst halt nicht auf, ne? Und ich glaube halt diese, ja, diese Gewohnheiten, ne? Seien es jetzt Gewohnheiten von Mindset oder auch von Arbeitsweisen und Produktivität, oder dass du sagst, ich stehe nicht so früh auf, ist ja auch eine Gewohnheit, und eine Gewohnheit, die sich viele Leute jetzt auch nicht so erlauben und dann in völliger Ignoranz ihres Biorhythmus probieren, jeden Morgen von früh aufzustehen und kriegen dann den ganzen Tag nichts gebacken, weißt du? Anstatt einfach vernünftig aufzuschlafen und dann halt mit 100% Energie die Sachen voll durchzurocken. So, ne? Das wäre jetzt mein fünfter Punkt gewesen, sozusagen. Sehr cool, ja. Ja, aber ich glaube, das ist schon relativ ähnlich bei uns. Und auch das mit den Partnern, was du gesagt hast, finde ich halt total klasse, ne? Also, vielleicht nochmal so ein letztes Beispiel. Wir haben halt angefangen mit WordPress und dann so diese WordPress-Installation einzeln zu verticken per Domain an Einzelkunden für ihre Website. Und dann, das ist relativ mühsam. Wir machen einen relativ guten Preis. Also 69 € pro Monat kostet es halt bei uns, ne? Wir rechnen so günstiger als eine Technikerstunde. Das ist, denke ich, ist ein super fairer Preis dafür, was du bekommst. Aber für viele Leute, die so aus dieser 2,99 € Hosting-Welt kommen, ist es schwierig, denen das halt zu erklären, wenn sie noch nicht gehackt wurden. Danach ist es sehr viel einfacher. Was wir dann halt gemerkt haben, hey, wir müssen besser skalieren. Das heißt, wir sind auf Enterprise-Kunden gegangen. Das heißt, wir zum Beispiel das größte Urlaubsblog von Ostdeutschland und mittlerweile Europa ist halt unser Kunde mit halt 15 Millionen Uniques im Monat. Ja, also wir sind sehr stark in dieses Enterprise-Hosting-Segment gegangen, weil das, was wir da machen, können nur sehr, sehr wenige, weil wir halt diese krasse Systemarchitektur halt WordPress-spezifisch bauen können. Das Zweite, was wir dann gemacht haben, ist, ja, wir haben überlegt, ja, wie können wir besser skalieren, und haben halt angefangen, Joint Ventures zu machen. Und zum Beispiel haben wir dann Spreadmind aufgebaut mit dem Mario Schneider, ne? Und haben, Cool. ne, haben da halt eben, ich meine, ein super geiles Produkt gebaut, und das hat auch wirklich der gebaut, sage ich jetzt mal, in dem Sinne, dass er das vorgegeben hat, dass es halt ist mit fertigen Template und fertiger Landingpage und E-Mail-Marketing und wie du deine Videokurse über das E-Learning-System halt super einfach anbieten kannst und direkt mit Affiliate-System und Abo über Lastschrift, was jetzt auch nicht so viele können in Deutschland und so weiter. Das hat er echt geil gemacht, aber wir haben halt die technische Basis dafür geliefert, sozusagen, und das Ganze mitentwickelt und supporten das halt auch. Und das ist halt einfach, das, wie du auch gesagt hast, zum Beispiel, der Mario ist meiner Meinung nach auch einer der besten Verkäufer in Deutschland, einer der leisen Verkäufer. Aber wenn man sich mal so anguckt, ich kenne da so ein bisschen die Zahlen, wie responsive diese E-Mail-Liste von dem ist, weil der halt super authentisch ist und halt wirklich krass viel Mehrwert auch den Leuten gibt, ohne dass sie was bezahlen müssen. Das ist einfach Wahnsinn. Wenn der eine Mail rausschickt, ich glaube, da können sich die alle, also jetzt bezogen auf Umsatz pro E-Mail, die rausgeht, ich glaube, da können sich die allermeisten Marketer sehr warm anziehen, ja. Das ist halt einfach völlig anders. Weil, ne, so, also so haben wir uns halt dann zum Beispiel darauf spezialisiert, zu sagen, ja, okay, das ist jetzt unser Core, das, was wir richtig gut können. Und wir brauchen jetzt halt Partner, die entsprechend das veredeln mit ihrem eigenen System und das dann in die Welt bringen, ne? Ja. Ja, jetzt machen wir das Gleiche nochmal für Immobilien, weil anscheinend ist dieser Markt für Immobilienmakler, die sind auch alle, die waren alle auf diesen großen Plattformen wie ImmoScout und so und werden jetzt von denen so ein bisschen abgezogen, oder da steigen die Preise halt dauernd und die müssen jetzt halt wieder zurückgehen auf ein eigenes System, Local SEO machen, haben sich aber die letzten Jahre gar nicht damit beschäftigt. Da haben wir dann halt sowas gebaut. Ja, ja gut, aber jetzt
Ging ja gar nicht um mich. Jakob, danke. Ich fand es super interessant. Ich glaube auch, dass da wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Fragen kommen werden. Also, wenn ihr Fragen habt, gerne einfach in den Kommentaren Fragen schreiben. Ne? Entweder beantworten wir sie direkt in den Kommentaren oder wir sammeln ein bisschen, gucken, ob es dann da nochmal ein Follow-up gibt, ob wir noch ein weiteres Interview machen, ob es ein Webinar gibt, vielleicht auch mit dir zusammen und gerne alle Sachen zum Thema Facebook-Marketing könnt ihr hier den Jakob fragen. Der ist auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner und hat jetzt schon auf Video gesagt, dass er gerne viel Gratis auch rausgibt, sozusagen. Ja, was ist, wenn die Leute jetzt mehr Bock haben als jetzt hier einen Kommentar? Also was sind jetzt die Möglichkeiten, wie die Leute sagen, wow, super, der Jakob, der gefällt mir super, ich will mehr, gib mir mehr, sozusagen. Was ist das, was wir den Leuten dann, was wir zu denen empfehlen? Wie können die am besten den nächsten Schritt machen, um von deinem Wissen zu profitieren? Ja, also es gibt, du hast es vorher auch kurz jetzt angesprochen. Ich habe vor kurzem einen neuen Kurs rausgebracht, gemeinsam mit meinem Freund Zeit. Da geht es darum, eben alles, was ich zum Thema Facebook-Marketing weiß, ist da drin und alles, was er weiß zum Thema Verkaufen, haben wir da reingesteckt. Wir haben ursprünglich die Idee gehabt, weil wir gesagt haben, unsere gemeinsame Kampagne eben, die, wo wir mit 2.500 € Einsatz auf die 150.000 Umsatz gekommen sind. Diese Kampagne haben wir halt, da verwenden wir ein paar Tricks und ein paar Tipps, wo wir es eben geschafft haben, so eine Kampagne zu machen. Ist jetzt natürlich leider nicht so, dass das jede Kampagne ist, aber es gibt ein paar Dinge, die halt, die wir da extrem ri richtig gemacht haben. Und das haben wir auch in diesem Kurs dann erklärt, beziehungsweise über diese, da haben wir gemeinsam gesprochen, gesagt, ja, das sollten wir eigentlich weitergeben. Und dann haben wir halt gesagt, ja, machen wir einen Kurs. Und dann ist er immer größer geworden. Das heißt, es sind jetzt über 100 Videos, was da drin sind. Alles Wow, Mögliche zum krass. Thema Facebook-Marketing. Und ja, das ist so quasi, ja, da habe ich alles, was ich jetzt weiß, reingepackt. Und das Wow, kann ich jedem, okay. der wissen will. Also ich habe zum Beispiel einen Teil dabei, ist für Anfänger, wo man einfach ganz Schritt für Schritt erklärt wird, wie ich jetzt eine Seite mache, wie ich eine Anzeige mache. Dann gibt es die sogenannte 24 Stunden Sofort-Ergebnis-Strategie, wo ich innerhalb von 24 Stunden Traffic, also Besucher auf meine Webseite bekomme. Wenn ich diese Strategie befolge, auch wenn ich vorher gar nichts habe. Also damit kann ich mal starten. Wow, Und okay. dann habe ich noch eine Strategie, die nenne ich die unendliche Kampagne. Das ist ein System von Kampagnen, mit der ich einerseits eine Zielgruppe aufbaue und mehr Leute auf meine Webseite hole und andererseits diese dann zum Verkaufen bringe, sodass ich quasi ohne jetzt ständig bei Facebook reinschauen muss. Also wenn ich so ein System selber aufgesetzt habe, dann verwende ich es 15 Minuten alle 3, 4 Tage mal, um das Ganze zu optimieren und das war's dann. Ja, das nenne ich die unendliche Kampagne. Und dann habe ich noch eins, das heißt die Boomerang-Methode. Da erklären wir quasi, wie man Remarketing richtig macht, also welche Strategie man verwendet, um die Leute, die noch nicht gekauft haben oder noch nicht sich angemeldet haben, dass man denen zum Beispiel, die haben irgendwelche Gründe, warum sie nicht gekauft haben. Also zum Beispiel, ist Ja, ihnen zu logisch. teuer, ist ihnen, und da diese Gründe fassen wir zum Beispiel ein Video zusammen und zeigen das im Remarketing den Leuten. Und das hat enorm gute Verkaufsraten. Also da haben wir teilweise Kosten pro Verkauf von 1 € für ein 80-Euro-Produkt oder sowas. Nur durch diese Okay, Strategie. Wahnsinn. Und also ich habe da in dem Kurs einfach für jeden, je nachdem, ob man Affiliate-Marketer ist oder ob man ein eigenes Produkt hat, ob man ein Unternehmen hat und da mehr Kunden hat, habe ich für jeden quasi was dabei dazugegeben. Und das haben wir halt dann seitendlich gemeinsam gemacht. Also wer Interesse hat, kann sich das gerne anschauen. Okay, ja, super, alles klar. Ja, vielleicht können wir auch noch irgendwie einen super Sonderrabatt aushandeln für die Leute vom Naturepreneurs Club sozusagen. Da sprechen wir gleich mal drüber, ob da noch irgendwas drin ist. Auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt haben wollt und ihr wollt checken, was ich jetzt gleich hier mit dem Jakob vielleicht noch für einen Deal mache, dass ihr noch einen gewissen Rabatt kriegt, dann guckt einfach unter naturepreneurs.de. Bei unserem Interview einfach kostenlos anmelden für Naturepreneurs Club und dann sind euch direkt alle die Links direkt freigeschaltet zu dem Produkt. Und Jakob, du hast ja eben auch noch gesagt, dass du eventuell auch noch ein E-Book hast, was du noch als Goodie sozusagen reingeben würdest für die Leute vom Club und dann könnt ihr euch das Genau. da auch downloaden. Genau, mit meinen besten Traffic-Strategien, die ich zusammengefasst habe.
Ja, also nicht nur auch Facebook oder insgesamt Traffic-Strategien? Insgesamt, also viele sind Insgesamt. Facebook, aber es sind schon auch also generelle Strategien, wie ich den Kundenwert erhöhen kann, wie ich schnell Super. kostenlos auf 1000 Likes komme, also 1000 Fans und Super. so, so kleine Strategien, die man auch schnell Schritt für Schritt umsetzen kann. Die sind nicht lange, die sind jetzt irgendwie 2 Seiten lang, 2 A4 Seiten, alles hat alles beschrieben, wie man da vorgeht. Okay, super. Also das gibt es auch noch gratis dazu. Danke, Jakob, dass du das zur Verfügung stellst. Ja, und dann bedanke ich mich jetzt bei den Zuschauern, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, es war interessant. Hinterlasst viele Kommentare, schreibt uns, was ihr noch mehr wissen wollt, vielleicht von dem Jakob. Und dann gucken wir, dass wir die Infos an euch rausgeben. Ja, Jakob, wenn die Leute jetzt aus diesem Interview, was jetzt doch relativ lang geworden ist, wenn die sich jetzt bis hierhin vorgescrollt haben und die sich nur eine einzige Sache merken aus diesem Interview. Was möchtest du, dass die sich mitnehmen? Nur eine einzige Sache merken. Also, meine persönliche Sache ist der Content. Das heißt, ich werde jetzt einen Content-Tipp geben, also eine einzige Sache. Wenn du mit Facebook-Marketing startest und da komplett neu bist, dann schreib 5 Blogartikel oder lass die schreiben zu deinem Thema und poste die in regelmäßigem Abstand, also alle 2 Tage auf Facebook und bewirb sie mit 5 € Budget. Damit erreichst du deine Zielgruppe und kannst Vertrauen aufbauen und du wirst sehen, dass da gutes Feedback zurückkommt. Super. Ich danke dir, Jakob. Ja, war ein super Interview. Du bist echt ein total interessanter Gesprächspartner und ich bin gespannt, was sich da bei dir alles noch entwickeln wird. Vielen Dank, Martin. Also es hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank auch an alle Teilnehmer, die jetzt noch dabei sind, weil es war doch relativ lange, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, bis bald mal. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao. So, super, das war unsere Aufnahme und jetzt sagen wir auch noch Tschüss an alle Leute, die live dabei waren auf Facebook. Das Video ist jetzt noch ein Tag für euch verfügbar oder 2 Tage. Dann wird es erstmal abgeschaltet und dann seht ihr es wieder, wenn es bei naturepreneurs.de gepostet wird bei den Interviews. Und bis dann, Leute, macht's gut und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Livestream. Tschüss. Ciao.